Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Rechtsanwälte Müller und Neverla sollen die gefangenen Terroristen in Stuttgart-Stammheim mit Pistolen und Sprengstoff versorgt haben. Für die Ermittlungsbehörden ist damit der letzte Zweifel an den Selbstmorden beseitigt. Über eine umfassende Neuordnung der Rentenbeiträge berät zur Stunde der Bundeskanzler mit den Fachministern. Bis 1982 droht sonst eine Finanzlücke von über 20 Milliarden Mark. Überraschendes Eingeständnis des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Kühn. Er wusste von Ermittlungen gegen Poulain vor der Wiederwahl des einstigen Bankchefs. Die Poulain-Affäre ist unser erstes Thema. Sie beschäftigte heute Haupt- und Finanzausschuss des Düsseldorfer Landtages in einer gemeinsamen Sondersitzung. Gleich zu Beginn überraschte Ministerpräsident Kühn mit der Erklärung, er habe von seinem Justizminister Posser bereits im November erfahren, dass es Vorgänge im Zusammenhang mit Poulain gebe. Posser habe ihm aber absolute Diskretion abverlangt. Zudem habe er, Kühn, keinerlei Kenntnis über die bevorstehende Vertragsverlängerung gehabt. Sonst hätte ich den Versuch unternommen, in einer gemeinsamen Konsultation die Verschiebung dieses Wahlvorgangs, die ich eben als wünschenswert bezeichnet habe, zu erwirken. Sein langes Schweigen begründete Finanzminister Halstenberg heute noch einmal damit, dass ihm die ermittelnde Bielefelder Staatsanwaltschaft strikte Geheimhaltung auferlegt habe, um die Ermittlungen nicht zu erschweren. Die von der Opposition immer wieder vorgebrachte Frage, warum denn niemand von der Regierung Alarm geschlagen habe, bevor der Verwaltungsrat der WestLB den Bankchef für weitere 5 Jahre in seinem mit jährlich 570.000 Mark dotierten Amt bestätigte, beantwortete Kühn. Mein Informationsgrad, wenn Sie das Wort Information brauchen, schuf keine Möglichkeit für irgendeine Art der Entscheidungseinwirkung. Schließlich musste sich Ministerpräsident Kühn von Oppositionsführer Köppler fragen lassen, warum er die Öffentlichkeit nicht am letzten Freitag über seinen Wissensstand informiert habe. Ich gebe Ihnen gerne im Nachhinein zu, dass dies politisch ein Fehler war, denn ich hatte nichts zu verbergen. Köppler zog daraus allerdings die Schlussfolgerung, Kühn habe die Öffentlichkeit bewusst hinters Licht geführt und forderte deshalb nach der Ausschusssitzung den Rücktritt des Regierungschefs. Heute Nachmittag, nach der Ausschusssitzung in Düsseldorf, bot der nordrhein-westfälische Finanzminister Halstenberg, SPD, seinen Rücktritt an. Soweit bekannt hatte er als einziges Mitglied der Düsseldorfer Landesregierung davon gewusst, dass Poulains Vertrag trotz laufender Ermittlungen verlängert werden sollte. In einem dpa-Interview meinte Halstenberg allerdings, dass sein Rücktritt nicht unbedingt erforderlich sei. Das Entscheidende ist, so sagte er wörtlich, ob ich gebraucht werde. Mit dem Untersuchungsbericht der Bundesanwaltschaft in Sachen Stuttgart-Stammheim scheint das Rätsel geklärt, wie die inhaftierten Terroristen an Waffen und Sprengstoff gelangen konnten. Nach Darstellung von Generalbundesanwalt Rebmann konnte das Geheimnis durch Informationen von Inhaftierten enthüllt werden. Namen wollte Rebmann aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Über diese Aussagen, die nicht angezweifelt werden könnten, teilte Rebmann mit. Die Pistolen und der Sprengstoff wurden im Frühjahr 1977 in die Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim verbracht, und zwar zu den damaligen Angeklagten Bader, Enslin und Raspe. Und so wurden die Pistolen in die Verfügungsgewalt der Angeklagten gebracht durch den Rechtsanwalt Müller. Er hat diese Pistolen auf folgende Art und Weise in die Vollzugsanstalt gebracht. Er hatte Verteidigerhandakten gefertigt, also Handakten, die etwa aussahen wie dieses Aktenpaket, und hatte nun, sag mal, unten an diesem Aktenpaket einen Hohlraum geschnitten. In diesem Hohlraum waren die Pistolen, jeweils die Pistolen verwahrt. Er hatte dann neben die Seiten mit Klebstoff verklebt, sodass die Akte ohne weiteres durchblättert werden konnte, ohne dass man in die Tiefe der Akte hineinsah. Die neuen Antiterrorgesetze von Bundesregierung und Koalitionsparteien werden nicht, wie zunächst vorgesehen, am Freitag nächster Woche abschließend im Bundestag beraten. Deswegen gab es heute Streit. Die CDU-CSU-Opposition sprach von einer Verschiebung ohne ihre Zustimmung auf unbestimmte Zeit. Hingegen betonten SPD und FDP, auch die Union habe zugestimmt, dass die Vorlagen nunmehr Anfang Februar verabschiedet werden sollen.
Herbert Wehner hält das im Spiegel veröffentlichte Manifest einer angeblichen Oppositionsgruppe in der DDR für ein Werk von Provokateuren. In einem Rundfunkinterview sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, der sich zurzeit in Prag aufhält, das Ziel der Autoren des Manifestes sei eine Rückkehr zum Kalten Krieg. Um dies zu verhindern, müssten sich die Regierungen in Bonn und Ostberlin auf die eigenen und gemeinsamen Interessen besinnen, statt sich in eine Schmollecke drängen zu lassen. Bundeskanzler Schmidt bemüht sich gegenwärtig in Beratungen mit den zuständigen Fachministern, die Basis für eine langfristige Gesundung des Rentensystems zu schaffen. Ob das Defizit der Rentenfinanzierung 18 Milliarden groß sein wird oder ob es bis zum Jahr 1982 auf 20 Milliarden oder mehr anwächst, wissen noch nicht die Minister, die heute Abend zum Kanzler kamen, um die schwierig gewordene Rentenfinanzierung zu erörtern. Finanzminister Apel, Arbeitsminister Ehrenberg, Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff. Um Spekulationen und Diskussionen um die Renten zu beenden, will Ehrenberg möglichst bald mit Sanierungsvorschlägen an die Öffentlichkeit. In der Diskussion ist eine geringere Anhebung der Renten als eigentlich vorgesehen. Es hieße, dass die Erhöhung der Rente ab Januar 1979 nicht 6,5% betragen würde, sondern darunter läge. Einen Beitrag der Rentner zur Krankenversicherung fordert vor allem die FDP. Dieser Beitrag, so berechnen Experten, könnte 1979 2% der Rente betragen, dann 1980 auf 4% steigen und 1981 6% ausmachen. Das brächte in 3 Jahren voraussichtlich rund 12 Milliarden Mark, wäre also ein wirksamer Beitrag zur Rettung der Renten, der auch von der Opposition, wenn auch in anderer Form, befürwortet wird. Aber die Regierung durfte sehr zögern, diesen Schritt zu gehen. Der Kanzler hatte erst vor etwas über einem Jahr in seiner Regierungserklärung gesagt, dass für Rentner kein Krankenversicherungsbeitrag eingeführt wird. Als ausgeschlossen gilt eine Besteuerung der Renten und es dürfte sicher sein, dass der Beitragssatz vorerst mit Rücksicht auf die Konjunktur nicht erhöht wird. Hoch genug ist er ohnehin schon. Heute Abend werden in der Rentenrunde im Kanzleramt solche und weitere Möglichkeiten erkundet. Entscheidungen gibt es nicht oder werden vorerst nicht bekannt gegeben. Was man sich ausdenkt, um das Rentenloch zu schließen, das soll zusammen mit dem Jahreswirtschaftsbericht Ende Januar der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Sparkassen und Banken sind sich noch uneins, ob sie die Zinssätze für Spareinlagen senken oder auf 3% halten werden. Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken hat seine etwa 5000 Niederlassungen aufgefordert, mit Rücksicht auf die Sparer an den bisherigen Zinssätzen für Spareinlagen festzuhalten. Unterdessen hat die Hamburger Sparkasse, die größte in der Bundesrepublik, den Zins für Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist auf 2,5% gesenkt. Der Dollar hat sich noch nicht gefangen. Die von den Vereinigten Staaten angekündigten Hilfen blieben bisher ohne Wirkung. An den internationalen Devisenmärkten kam der Dollar heute wieder unter Druck und fiel erheblich zurück, ehe es mit Hilfe von Stützungskäufen europäischer Zentralbanken zu einer Stabilisierung kam. In Frankfurt wurde 1 Dollar heute mit 2 Mark und 10 notiert. Die Wirtschaftslage und wie es weiter aufwärts gehen kann, berieten heute in Bonn die Wirtschaftsminister der Bundesländer. 3,5% Wachstum, so meinten die Mitglieder des Konjunkturrates, seien für das laufende Jahr realistisch und erreichbar. Dazu Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff im Gespräch mit Erhard Thomas. 3,5% Wachstum dürften aber kaum ausreichen, den Arbeitsmarkt zu entlasten und Rentenlöcher zu stopfen. Denkt die Bundesregierung insgeheim an neue Konjunkturprogramme? Auf Ihre erste Bemerkung ist zu sagen, dies ist leider richtig. Wir haben auch niemals gesagt, dass wir uns in der Lage sehen werden, schnell das Problem der Arbeitslosigkeit entscheidend zu verbessern. In der Tat wird das bei einem Wachstum von 3,5% auch nur in sehr bescheidenem Umfang möglich sein. Was die Folgen für die Rentenversicherung anbelangt, so berät die Bundesregierung, unter anderem ist heute ein Ministergespräch beim Kanzler, über die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Und Ihre Frage nach neuen Konjunkturprogrammen kann ich eindeutig und mit aller Entschiedenheit mit einem Nein beantworten. Herr Thomas, die letzten Programme steuerlichen Entlastungen sind vor 11 Tagen in Kraft getreten. Dies muss jetzt reichen. Wildbad Kreuz, Routinesitzung oder erneut Zündstoff zwischen CDU und CSU? Dieses Fragezeichen steht über der Klausurtagung, zu der sich die 53 CSU-Parlamentarier im Bundestag heute wieder ins Oberbayerische Kreuz zurückgezogen haben. Beim letzten Mal war in Kreuz die 3 Wochen später wieder zurückgenommene Fraktionstrennung von der CDU beschlossen worden. Doch die Bilder gleichen. Genau wie vor gut einem Jahr, als Kreuz erstmal Schlagzeilen machte, sehr strenge Sicherheitskontrollen bereits weit vor dem Tagungsgebäude. Selbst die 53 Mitglieder der CSU-Landesgruppe müssen sich ausweisen. Das Gelände um die Hans-Seidel-Stiftung, die auch vielfach als die Alpenuniversität der CSU bezeichnet wird, ist hermetisch von Sicherungskräften abgeriegelt. Für die frierenden Journalisten, die stundenlang in der Kälte stehen,
wird dann vom parlamentarischen Geschäftsführer der CSU, Paul Röhner, ein Schnaps, wie es heißt, ein Kräutergeist, ausgeschenkt. Ansonsten tut sich wenig. Man stürzt sich zwar auf jeden Ankommenden, aber der, den alle sehnlichst erwarten, der kommt nicht, Franz Josef Strauß. Er ist auf einer Wahlveranstaltung in Hof. Der Einzige, der sich gesprächsfreudig zeigt, ist Landesgruppenchef Friedrich Zimmermann. Herr Kohl sagte gestern, er sei der unbestreitbare Kanzlerkandidat. Ist das auch Ihre Meinung oder die von Herrn Strauß oder die der Landesgruppe? Sie haben ihn nicht vollständig zitiert. Er hat es zurückgezogen. Er hat im zweiten Satz gesagt, das Wort unbestreitbar solle man streichen. Aber er ist der Kanzlerkandidat. Ich habe dazu keinen Kommentar abzugeben. Ich bin nicht dazu da, jede Äußerung von Herrn Kohl zu kommentieren. Das überlasse ich der veröffentlichten Meinung. Wird es hier eine Meinungsbildung geben in Kreuz dazu? Das möchte ich doch hoffen, aber nicht dazu, sondern zu der ganzen Reihe von Sachthemen, die wir haben. Und außer diesen Sachthemen wollen wir unseren eigenen Rückblick über das letzte Jahr vornehmen, uns dabei hoffentlich kräftig selber kritisieren. Und dann möchten wir einiges besprechen, was mit dem Wahljahr 78 für 4 Landtagswahlen und mit dem Frühjahr 1979 zusammenhängt. Auch Frankreichs bürgerliche Parteien marschieren getrennt in die Parlamentswahlen am 12. März. Der Bruch wurde perfekt, da jetzt die Gaullisten Einheitslisten mit den Republikanern und Sozialdemokraten ablehnten. Sie wollen eigene Kandidaten aufstellen. Nachdem bereits das Volksfrontbündnis der französischen Linken zusammengebrochen ist, hat der Streit um die Vorherrschaft nun auch die bürgerlichen Parteien gespalten. Der italienischen Regierung unter Ministerpräsident Andreotti steht eine Kraftprobe bevor. Die Christdemokraten beschlossen in der vergangenen Nacht, die Kommunisten nicht an der Regierung zu beteiligen. Die Kommunisten wollen nun der Minderheitsregierung Andreotti ihre Unterstützung versagen. Für 10% mehr Lohn werden die britischen Feuerwehrleute von Montag an wieder Brände löschen. Dieses Angebot der Behörden nahm die Gewerkschaft heute auf einer Delegiertenkonferenz an. Zu Beginn des Streiks vor 9 Wochen hatte sie noch eine 30-prozentige Erhöhung gefordert. Anstelle der Wehrmänner bekämpften während des Ausstandes rund 18.000 Soldaten, insgesamt 37.000 Brände, bei denen 190 Menschen ums Leben kamen.